Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Battle Royale Video hier auf meinem Kanal. Und ihr habt sicherlich schon am Titel oder Thumbnail gesehen, dass wir heute wieder ein Team Battle Royale machen und zwar mit großen Fleischfressern. Darauf freue ich mich schon sehr. Und welche Fleischfresser das sein werden und wer die übernehmen wird, dazu kommen wir gleich. Aber vorher sage ich schon einmal, das Gewinnerteam, das wird auf jeden Fall wieder ein 5 € Amazon-Gutschein jeweils bekommen. Also zwei Leute werden hier heute gewinnen. Wie das Ganze funktioniert, kennt ihr ja sicherlich schon. Ich sage am Ende dann auch nochmal, wie ihr dann den Gutschein bekommen könnt, falls ihr einer der Gewinner sein solltet. Und ja, in der letzten Woche kamen jetzt leider nicht so viele Videos. Ist jetzt auch schon ein bisschen her mit Battle Royale, aber ich hatte einfach sehr, sehr viel zu tun. Meine Schwester hat geheiratet, ich musste ihr sehr viel helfen und vorbereiten und sowas. Deswegen konnte ich allgemein nicht so viel für YouTube machen, aber das wird jetzt wieder alles hoffentlich ein bisschen regelmäßiger werden. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt direkt uns mal an, wer hier die Kandidaten für heute sind. Der erste, der hier für Team Acrocanthosaurus an den Start geht, das ist Julian Flöter. Den zweiten Acrocanthosaurus übernimmt Liam Bracht. Als nächstes haben wir den neuen Albertosaurus und den übernimmt Minecraft Kings. Sein Teammitglied wird Anke Siering. Und als drittes Dinosaurier-Team haben wir Team Allosaurus. Und dieses ist das heutige VIP- bzw. Mitglieder-Dinosaurier-Team. Und ja, es haben wieder 7 Mitglieder von meinem Kanal, die meinen Kanal supporten. Vielen, vielen Dank an euch. Ein Kommentar geschrieben, nämlich Marcel Braune, Starlord, Zelda-Fanboy, Blickröte, Nubikus, Lars Ballsieper und Leon. Und 2 von euch 7 werden hier das Team Allosaurus übernehmen. Das werden wir jetzt herausfinden. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange, drehen das Ganze und dann sehen wir, wer hier der erste Allosaurus sein wird. Das ist Leon. Herzlichen Glückwunsch. Du übernimmst hier den ersten Allosaurus. Und der zweite Allosaurus wird natürlich auch durch unser Rädchen hier ermittelt. Und ich würde sagen, wir drehen das Ganze und dann finden wir raus, wer hier das Teammitglied von Leon werden wird. Und das ist... Oh, das wird knapp. Sehr gut, es ist nicht nochmal Leon geworden. Nämlich, es ist Marcel Braune geworden. Herzlichen Glückwunsch. Wäre es jetzt nochmal Leon geworden, dann hätten wir natürlich das Ganze nochmal drehen müssen. Ist ja logisch. Aber Marcel Braune, du bist hier der zweite Allosaurus geworden. Herzlichen Glückwunsch und viel Glück im Kampf. Und dann kommen wir hier zum nächsten Team, nämlich Team Giganotosaurus. Und da haben wir als erstes Ava Breezeball.
Als zweites für Team Giga geht an den Start Theo 2016. Und unser letztes Team für heute, das ist Team Spinosaurus. Da haben wir Dangerous Duo. Der zweite, der hier für Team Spinosaurus an den Start geht, das ist Julikan 880. Ja Leute, ihr seht schon, die Kandidaten sind hier alle bereit für den Kampf. Und ich habe hier noch einen Futterspender eingebaut, weil das hat den einfachen Grund, weil einige Dinosaurier wohl nicht richtig gefressen haben hinten in ihrem Ausbrutgehege, sage ich mal. Oder beim Flug einfach, dass der zu lange gedauert hat. Ihr seht schon hier... Der Alu gerade zum Beispiel ist hungrig und hat schon Gesundheit verloren. Deswegen wollte ich jetzt erstmal noch ein bisschen Zeit vergehen lassen, bis er natürlich auch zum Beispiel auf 100% ist, weil alle sollen hier die gleichen Chancen haben. Und ja, deswegen habe ich hier nochmal Fressen platziert. Und eine kleine andere wichtige Sache, das gibt es noch zu erwähnen. Nämlich habe ich beim Allosaurus, das war der einzige Dino, den das betroffen hat, dort habe ich nochmal in dem Genom ein wenig die sozialen Anforderungen angepasst. Weil er ist normalerweise ein Einzelgänger, das heißt, er würde nicht mit seinem Teammate zusammenarbeiten. Deswegen habe ich ihm hier eine Gruppe 1.0 Modifikation gegeben, damit er hier auch mit seinem Teammate zusammenarbeitet und die beiden sich nicht gegenseitig zerfleischen. Das Ganze beeinträchtigt aber keineswegs irgendwelche Angriffswerte oder sowas. Also keine Sorge, das ist lediglich dazu gedacht, dass die beiden als Team hier zusammenarbeiten. Und ich würde jetzt sagen, wir warten jetzt nochmal eben, bis alle Dinosaurier soweit fit sind. Relativ voll sind von der Nahrung und vom Wasser und dann geht das Ganze hier los. So, der Futterspender ist entfernt, alle Dinosaurier sind soweit fit und bereit für den Kampf. Ihr seht, alle bei 100%. Nahrung und Trinken ist auch relativ hoch. Und was zu fressen bekommen sie ja, wenn sie hier einen Kontrahenten sozusagen erlegen. Und ich würde sagen, ohne langes Geschnacke starten wir jetzt hier direkt, machen die Dinosaurier Kampfhäufigkeit auf Maximum und dann sollte das Gemetzel hier losgehen. Ich bin sehr gespannt, welches Team sich hier durchsetzen kann. Es geht wie immer natürlich um einen 5€ Amazon-Gutschein für die beiden Gewinner hier. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Kameraführung. Es wird wieder sehr, sehr schwierig, weil jetzt wir alle Konkurrenten vermutlich gleichzeitig gegeneinander kämpfen werden. Und ja, es kommt natürlich jetzt darauf an, wer hier gegeneinander kämpft. Wir sehen auf jeden Fall schon mal da... Oh, hier geht's schon los mit dem Akro gegen den Alberto. Im Hintergrund sehen wir einen Giga gegen einen Spino. Dort einen Albert... Nee, einen Alu gegen einen Spino. Hier einen Alu gegen einen Akro. Also hier ist das Gemetzel auf jeden Fall schon mal am Start. Das ist ganz schön krass. Der Alberto hat jetzt den Akro ganz schön schwer schon verletzt hier. Sehr gespannt, welcher Kandidat hier als erstes ausscheiden wird. Der Akro verteilt hier ordentlich Kopfnüsse. Im Hintergrund sehen wir auch schon den Spino und den Giga. Relativ stark angeschlagen. Und hier verteilt der Akro nochmal eine Kopfnuss. Die beiden sind jetzt bei 33%. Sehr, sehr ausgeglichen. Werden sich vermutlich jetzt hier voneinander trennen erstmal. Der Spino oben rechts und der Giga oben rechts, die sind auch beide bei niedriger Gesundheit. Könnte ich mir auch vorstellen, dass die beiden jetzt erstmal auseinander gehen. Genau, hier vorne die beiden gehen auseinander. Dort hinten die beiden gehen auch auseinander. Also super ausgeglichen hier der Kampf. Was ist denn hier mit den beiden Kandidaten? Oh, die werden sich auch voneinander trennen, so wie es aussieht. Jo, und damit sind jetzt erstmal... alle Kandidaten, bis auf diese beiden hier, auseinandergegangen. Und auch die beiden sind bei 30%+ ungefähr. Das heißt, alle Kandidaten sind hier relativ gleich auf, was die Gesundheit angeht. Das ist echt krass. Schaut mal, die sind alle so bei 30, 40. Das scheint ein sehr ausgeglichenes Duell hier zu sein. Also richtig, richtig übel. Der Leon hat sich jetzt erstmal ausruhen gelegt und schläft eine Runde. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wann es hier weitergeht. Und wer hier als erstes ausscheiden wird. Oh, ich glaube, jetzt geht es hier weiter. Zwischen dem Alu
und dem Spino hier. Marcel Braune gegen Dangerous Duo. Und im Hintergrund sehen wir auch schon den Alberto gegen den Agro-Kämpfen. Ist mit den Namen leider ein bisschen schwierig, weil der teilweise immer falsche Namen anzeigt. Ich versuche das mal alles so in einem Blickfeld zu haben. Hier sehen wir auch noch einen Spino gegen einen Giga. Das ist jetzt echt krass. Jetzt könnten hier die ersten Kandidaten auf jeden Fall ausscheiden. Bin sehr gespannt. Die beiden trennen sich hier jetzt schon wieder. Der Spino nur noch 15%, der Alo nur noch 20%. Es ist halt super ausgeglichen hier. Hier haben wir Julian gegen Anke. Auch 14% und 26%. Auch die sind jetzt super angeschlagen. Dann haben wir hier noch den Agro mit Liam gegen Ava mit 15%. Und auch die beiden trennen sie sich jetzt hier? Ich glaube ja. Also die Kandidaten machen sich hier wirklich... verletzen sich gegenseitig wirklich gleich schwer. Das ist echt krass. Und jetzt haben wir hier den Alo. Oh, nur noch 20% beim Alo. Das sieht jetzt hier nicht gut aus für den Alo. Er könnte jetzt hier tatsächlich der erste Kandidat sein, der ausscheidet. Aber schlägt jetzt auch nochmal zu. Und ich glaube, jetzt werden auch die sich trennen. Und auch hier vorne, die beiden sind jetzt bei 16 und 19%. Also das ist echt super ausgeglichen. Jetzt noch keiner ausgeschieden. Alle haben sich jetzt super schwer verwundet. Der nächste Kampf könnte jetzt hier wirklich entscheidend sein. Die Kandidaten trennen sich jetzt hier, glaube ich, alle wieder. Können jetzt einmal uns kurz einen Überblick verschaffen. Ich glaube, alle sind ungefähr gleich auf von den Prozenten her. 23, 23, 22, 21, 21, 19, 31, 37, 30 und 22. Also der Julian ist momentan der Höchste mit dem Acrocanthosaurus mit 39% Leben. Finde es auch sehr, sehr schön, wie hier die Teammates immer so ein bisschen zusammenstehen. Seht ihr das? Die Spinos sind hier zusammen, die Albertos sind zusammen. Die Alus, na gut, die Alus haben sich jetzt gerade getrennt. Die beiden Gigas gehen hier hinten in die Ecke, legen sich schlafen, ruhen sich aus. Und da geht's weiter mit einem Kampf. Uiuiui, okay. Spinosaurus gegen Albertosaurus. Und ich glaube, das war's jetzt hier für Anke Siering mit dem Alberto. Der Spinosaurus, Dangerous Duo, wird jetzt hier den ersten Kandidaten aus dem Turnier werfen. Packt ihn am Kopf. Und damit ist der Albertosaurus als erster Kandidat hier ausgeschieden. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass es jetzt hier so schnell weitergeht. Anke Siering, bitte nicht traurig sein. Vielleicht hast du ja beim nächsten Mal nochmal eine Chance. Und jetzt liegt hier natürlich wieder Futter für die Kandidaten. Aber es geht hier direkt weiter mit dem Kampf. Zwischen dem Allosaurus und dem Giga. Theo gegen Marcel Braune. Und das sieht nicht gut aus für den Giga. Marcel Braune hat ihn jetzt schwer getroffen. Und ich glaube, jetzt wird hier der Giga ausscheiden. Jo, der kleine Allosaurus packt ihn hier am Kopf. Und bringt den Giga zu Boden. Damit ist der zweite Kandidat ausgeschieden. Und es geht hier Schlag auf Schlag weiter. Nämlich mit dem Agro gegen den Giga. Und Ava gegen Liam Bracht. Und das sieht hier nicht gut aus für Ava. Und ich glaube, das war jetzt nochmal eine saftige Kopfnuss. Damit ist Team Giga schon ausgeschieden, weil Theo ist auch gerade ausgeschieden. Und da packt der Agro ihn am Kopf und bringt ihn hier zu Boden. Und im Hintergrund sehen wir schon wieder den zweiten Alberto gegen den zweiten Agro Kanto hier. Auch hier wird es jetzt nochmal spannend. Minecraft Kings gegen Julian Flöter. Es geht jetzt hier Schlag auf Schlag. Und da gibt es nochmal eine saftige Kopfnuss und ein Biss. Und damit ist Team Albertosaurus leider ausgeschieden hier. Ist, glaube ich, auch der leichteste und kleinste Kandidat gewesen. Aber von den Werten nicht viel schlechter als die anderen. Hat man ja auch gesehen, wie ausgeglichen das Ganze war. Und jetzt haben wir nur noch zwei Teams hier. Ne, drei Teams, Entschuldigung. Zwei Teams sind ausgeschieden. Einmal Team Gigas ausgeschieden und Team Alberto. Und es geht jetzt hier wieder direkt weiter mit Leon, mit dem Allosaurus und Dangerous Duo mit dem Spino. Und die beiden verletzen sich jetzt hier wieder sehr, sehr schwer. Ich weiß jetzt nicht, ob sie sich hier nochmal trennen oder ob das Ganze hier weitergeht. Der nächste Treffer entscheidet hier auf jeden Fall. Und damit hat der Allosaurus Leon den Spinosaurus aus dem Turnier geworfen, den ersten. Dangerous Duo, du bist jetzt auch leider ausgeschieden. Der kleine Allo zeigt dir ganz schön, was er drauf hat. Nicht schlecht. Ist von der Körpergröße wirklich viel, viel kleiner als die meisten anderen Kandidaten hier. Ist, glaube ich, der kleinste so, oder? Vielleicht mit dem Alberto. Und Julikan hat leider nur zugeschaut. Hat sich jetzt aber gut erholt mit 46%. Aber Marcel Braune da hinten ist auch super fit schon wieder. Genau wie Liam Bracht. Und wie Julian Flöter. Eieiei, okay. Die Dinosaurier scheinen sich hier wirklich allgemein sehr gut erholt zu haben. Und es ist halt wirklich super, super spannend hier in der Arena. Seht schon, jetzt liegen hier ganz viele Tote. Und ich glaube, jetzt geht's hier weiter. Jo.
Der Spinosaurus will jetzt hier gegen den Agrokanto mit Liam Bracht kämpfen. Hylikan gegen Liam. Und im Hintergrund sehen wir, glaube ich, auch den Kampf. Ich glaube, das ist der zweite Agro gegen den Allosaurus da im Hintergrund. Der Agro schlägt hier auf jeden Fall schon mal zu. Und falls er jetzt hier noch einen Treffer landen kann, der Liam, dann kann er hier den Spinosaurus auf jeden Fall aus dem Turnier werfen. Aber wird jetzt hier auch stark getroffen von dem Spinosaurus. Und damit sind beide sehr stark angeschlagen hier. Der nächste Treffer könnte jetzt hier entscheiden zwischen diesen beiden im Duell. Ja, im Hintergrund geht es jetzt auch rund, oder nicht? Ne, die spacken irgendwie nur ab, die Dinosaurier. Und der Agrokanto landet jetzt hier nochmal eine Kopfnuss. Und damit ist auch der zweite Spinosaurus hier ausgeschieden. Das ist ja unglaublich. Ich hätte jetzt so gedacht, dass der Spino hier ja, mit der Hauptfavorit ist. Ganz schön krass. Hylikan, damit bist du leider ausgeschieden. Und Liam Bracht hat dich rausgeworfen. Und hier geht es jetzt ordentlich weiter. Mit dem nächsten Duell. Wir haben nur noch Team Allosaurus gegen Team Agrokanthosaurus hier. Aber die beiden, das habe ich jetzt schon ein paar Mal beobachtet da gerade. Die spacken nur ab, wenn sie kämpfen wollen. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon. Ich hoffe, das klappt jetzt hier. Die wollen kämpfen, aber irgendwie klappt es dann doch nicht. Die gehen immer schon in Kampfstellung und dann zucken die komisch rum. Seht ihr das? Oh Gott, ich hoffe, die sind jetzt hier nicht verbuggt, die Dinos. Die Agros, die tippeln hier nur auf der Stelle. Was ist denn da los? Geht's jetzt hier rund oder nicht? Schaut euch das an. Jetzt tippeln sie. Macht einen kurzen Tanz. Was soll... Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Julian gegen Marcel Braune hier. Agro gegen Allo. Und der Allo schlägt jetzt hier schon zweimal zu. 39% gegen 69%. Aber sehr, sehr witzig, der Tanz vor dem Kampf. Und jetzt gibt es eine Kopfnuss. Und jetzt ist das Ganze wieder ziemlich ausgeglichen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Der andere Allo steht da auch so in Kampfstellung. Dahinter. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen buggy gerade. Und jetzt gibt es hier noch eine Kopfnuss. Das sieht nicht gut aus für Marcel Braune mit dem Allosaurus hier. Er muss jetzt hier auch einen Treffer landen, das ist wichtig. Aber die beiden scheinen sich jetzt hier nochmal voneinander zu trennen. Aber wir sehen schon im Hintergrund, es geht hier direkt weiter. Nämlich mit dem anderen Duell, Agro gegen Allo. Da haben wir Liam Bracht mit 50% gegen Leon mit 45%. Auch hier sehr ausgeglichen das Ganze. Und der Allo landet einen Treffer, 19% nur noch bei Liam. Aber er schlägt jetzt ja auch nochmal zurück mit einer Kopfnuss und 13% nur noch bei Leon. Also super, super knapp und ausgeglichen hier das Ganze. Hätte ich ja nicht gedacht, dass die, dass wir am Ende zwei Teams nur noch gegeneinander haben, so. Ganz schön krass. Und damit trennen auch die sich. Leute, wir haben jetzt hier irgendwie gefühlt ein Problem, sehe ich gerade. Der Agro ist die ganze Zeit hier auf Futtersuche, braucht auch dringend was zu fressen, weil der Kampf einfach jetzt schon ein bisschen dauert. Ich hoffe, er frisst jetzt hier, weil ihr seht schon im Hintergrund, die anderen fressen auch. Aber ich glaube, er frisst jetzt hier. Okay, das Problem hat sich soeben erledigt. Er frisst jetzt hier von dem Spinosaurus, so wie es aussieht. Nee, hungrig? Was ist das denn jetzt? Wieso frisst er denn nicht? Ey, nicht, dass der mir hier gleich umkippt und der Kampf dann so ausgeht. Aber da kann ich jetzt auch nichts für, weil es liegt fressen hier. Ich, Leute, seid mir nicht böse, aber ich platziere nochmal ganz schnell so eine Futterstation hier hin. Wobei die beiden, glaube ich, jetzt hier kämpfen. Zu nah an einem Dinosaurier geht auch gerade gar nicht. Eieiei. Ja, ich muss jetzt die Arena hier so ein bisschen einreißen. Es geht gerade nicht anders. Schauen wir doch mal, ob er denn von hier so einer Station fressen kann. Weil das ist ganz schön doof, dass er hier nicht von den Dinosauriern fressen kann, ne? Weil die anderen haben auch gefressen von den Leichen. Kämpfen sie jetzt hier weiter? Na, er ist natürlich immer noch hungrig. Ist natürlich ziemlich doof wegen der Regeneration, aber das kann ich jetzt auch nicht beeinflussen. Er hatte ja die Chance zu fressen. So, jetzt kämpfen auf jeden Fall die beiden hier weiter. Ich habe jetzt nochmal sicherheitshalber hier einen Futterspender hingemacht. 14% nur noch beim Agro, 12% beim Allo. Also super, super knapp hier. Er sollte jetzt auf jeden Fall nicht aufhören zu kämpfen hier, der Agro. Weil nach dem Kampf könnte es echt sein, dass er hier kollabiert und umkippt und dann ins Koma fällt. Das wäre echt ärgerlich. Aber er kämpft hier nochmal weiter. Der Julian Flöter teilt nochmal mit einer Kopfnuss aus. Marcel Braune, du solltest damit ausgeschieden sein, so wie es hier aussieht. Wir können jetzt hier nur hoffen,
dass Julian Flöter jetzt hier nicht umkippt nach dem Kampf. Und im Hintergrund sehen wir schon das andere Duell. Hier geht's weiter. Und der Agro mit 24%. Der Alu mit 12% hier. Also Team Agro könnte hier die Entscheidung holen. Und das tut sie auch. Und im Hintergrund seht ihr schon. Eieiei, wir müssen uns jetzt gleich beeilen. Genau. Der Liam Bracht bringt jetzt hier Leon zu Boden. Und damit gewinnt Team Agro. Aber Dings ist ins Koma gefallen hier. Der Julian. Ich will den jetzt ganz schnell retten, Leute. Gott, haben wir hier eine Ranger-Station. Wo ist sie? Da. Wir müssen schnell eine Ranger-Station bauen. Dafür müssen wir jetzt mal eben unsere Arena hier ein bisschen modifizieren. Das geht gerade nicht anders. So, Leute, das Ganze ist modifiziert. Gefahr für die Gäste stimmt gar nicht mehr. Ich habe aus Versehen gerade den Zaun eingerissen, deswegen war das. Sieht zwar jetzt nicht mehr schön aus, aber wir müssen ganz schnell hier den Julian retten, weil der ist natürlich einer der Gewinner. Ich sag schon mal herzlichen Glückwunsch hier an die beiden Agros auf jeden Fall. Ich versuche jetzt hier noch ganz schnell die Rettungsaktion, dass wir hier beide Gewinner auf jeden Fall am Start haben. So, Ranger-Station ist fertig. Dann fahren wir mal los mit dem Ranger-Jeep. Lasst mich durch. Aus dem Weg. So. Einmal driften. Das Gewehr rausholen. Und dann retten wir unseren Gewinner hier. Der ist schon hier kurz vorm Tod gewesen. Dem jagen wir mal eben ein bisschen Heilmittel rein. So, steh auf, mein Guter. Du hast auf jeden Fall hier den Sieg dir verdient, mein Freund. Und sollst hier nicht sterben. Da steht er wieder, der Julian Flöter. Ich hoffe, er frisst jetzt. Und ja, herzlichen Glückwunsch an euch beide auf jeden Fall. Ich lasse euch mal frei. Julian Flöter und Liam Bracht. Ihr habt das Ganze hier mit Team Agro Kantosaurus gewonnen. Ich hoffe, euch hat das Ganze sehr viel Spaß gemacht und auch den Zuschauern. Ich lasse euch jetzt natürlich hier nochmal frei, damit ihr euch nochmal einen schönen Besucher-Snack gönnen könnt. Und ich bedanke mich schon mal für die ganzen Kommentare unter dem letzten Video. Vielen, vielen Dank fürs Teilnehmen, falls ihr hier nicht drangekommen seid. Dann habt ihr natürlich beim nächsten Mal wieder die Chance. Ihr müsst nur unten in die Kommentare schreiben, #BR, und mit etwas Glück seid ihr hier im nächsten Battle Royale Kampf mit dabei. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Falls euch das ganze Video gefällt, dann dürft ihr auch gerne ein Like da lassen. Und ja, viel mehr habe ich gar nicht zu sagen. Ich dachte, wir können uns jetzt hier nochmal anschauen, wie die beiden hier auf die Menschen losgehen. So, und das tun wir jetzt auch nochmal. Schön in Zeitlupe beobachten wir jetzt hier nochmal, wie sich die Sieger hier nochmal einen schönen Snack gönnen. Und an die beiden Gewinner, meldet euch bei mir im Discord. Ihr kennt das Ganze ja, dann bekommt ihr euren Preis. Und ich bedanke mich schon mal vielmals fürs Zuschauen bei euch. Das ist echt cool, ne? Jetzt da drüber steht. Und die arme Frau hat richtig Angst. Und jetzt schnappt er zu. Packt sie. Schüttelt sie. Und klatscht jetzt nochmal mit voller Wucht auf den Boden. Also die Animation ist echt sehr, sehr cool. Und jetzt gönnt er sich den Snack hier. Habt ihr euch auf jeden Fall verdient. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Team Agro. Und ich verabschiede mich damit. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Video. Euer Dandy.